Okay. Jetzt noch mal reinschauen, was die jetzt machen können in der Küche. Wie viel wird das denn? Kein Material. Doch, du hast ja doch Fleisch drin. Was braucht ihr denn? Muss das ins normale Lager? Zählt das nicht als Lebensmittel? Bin jetzt verwirrt. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen mal ein paar davon. Oh, na lol, das wollte ich jetzt nicht. Ich brauche auf jeden Fall 8, glaube ich, ne? Also eins haben wir jetzt, warte mal. Dann machen wir mal 7. Und dann sollte das eigentlich reichen für den letzten Marktstand. Ich labere euch jetzt so lange voll. Ich pausiere das jetzt nicht. Ja, ich... Uch, was ist mit meiner Kamera? Auf jeden Fall sollte ich mal früher oder später, gucken, dass ich dann das alles automatisiere, damit ich selber nicht mehr viel machen muss. Damit ich mich mit den guten Dingen des Lebens befassen kann, nämlich um die Produktion von Spirituosen, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir mehr liegt, als hier ein bisschen Garn zu Gewebe klöppeln. So. Gucken wir mal. 8 sollten auf jeden Fall reichen, meine ich. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, aber... Ach, ganz genau. 8, ich bin so gut. So, das haben wir. Schön, schön, schön. Uch, das Schild. So, ich überlege die ganze Zeit, was man noch machen kann, damit es hier schöner ist. Also ich würde ja super gerne, nein, nicht das, Dekoration, das hier machen. Das Schema ist aber teuer und es kostet halt Wollgarn und Stöcker und Leder. Wir haben noch keine Schafe. Eigentlich lohnt sich's nicht. Ich will Laternen. Das macht mich traurig. Okay, Felder, ne? Felder müssen wir machen. Warte, wir gehen mal eine Runde baden. Ach, da geht die Sonne auf, oder was? Ach so, die Fischerspeere haben wir auch vergessen. Die müssen wir auch noch da reintun. Warte mal. Fischerspeere. Genau, genau, genau. Ins Materiallager. EF, Fischspeer. Zack, ne? Alle weg. Sehr schön. So. So, wo machen wir jetzt die nächsten Felder hin, ist die Frage, ne? Achso, können wir eigentlich schon ein besseres Lager basteln? Nee, dieses bessere kommt erst viel später, ne? Dafür brauchen wir mehr Landwirtschaft. Ja, gut. Bauen und Landwirtschaft. Okay, also Landwirtschaft, dafür können wir sorgen. Ich muss nur irgendwo Plätze für Felder finden. Aber hier will ich eigentlich nicht. Hier ist es schön, weißt du? Ich meine, jetzt ist hier schon ein Zwiebelfeld. Ja, wir könnten hier schon noch eins hin machen irgendwie. Warte mal.
ist aber dann klein, ne? Egal. Wow, und die andere Hacke hat sich nicht automatisch ausgerüstet. Das ist natürlich super. Steinhacke 6. Haben wir denn jetzt noch Dünger? Ja. Wir kriegen eigentlich so viel Dünger, dass wir damit echt gut Geld machen können. Ach ja. Was brauchen wir denn nicht so viel? Vielleicht einen Mohn oder sowas. Dann machen wir hier jetzt immer Mohn hin. Aha, jetzt geht mir das Säckchen natürlich kaputt. Und wir haben jetzt kein Leder mehr am Start. Ich muss mir jetzt ernsthaft dann ein Säckchen rausholen. Aha. Habe ich ja kein Säckchen mehr? Habe ich nicht. Super, Leder aber. Nehmen wir mal 7 raus. Och, schon wieder ein Screenshot gemacht, hör mal. So, Säckchen. So, jetzt gucken wir mal, kann ich da direkt Mohn reinmachen? Mohn. Huch. Nerod, was machst du denn hier auf meinem Feld, hör mal? Gut, das haben wir. Ja, das reicht auch, glaube ich, für den Mohn. Fällt euch das hier oder was? Ich würde dann hier auch gerne wieder ein paar Bäumchen hinpflanzen und so. Hier, das geht. Guck mal, da gehen sogar 2. So. Wir haben nur noch Kirschbaumsetzlinge. Hm? Ach so. Friedrich. So. Vielleicht können wir es ja jetzt direkt ein bisschen schön hier machen.
Das ist ein bisschen kritisch hier. Vielleicht eher so. Naja, vielleicht einfach so. So. Und dann auf jeden Fall ein paar Blumentöpfe. Hier geht's nicht. Auch nicht. Hier geht's. So. Ja, machen wir mit Bilsenkraut. Und Wegwarte. Sehr gut. Dann können wir auch noch überlegen wegen Töpfchen. Ja, da passt auf jeden Fall einer rein. Das ist gut. Hier geht's nicht mehr. Dann machen wir hier mal Löwenzahn rein. Ein bisschen Johanniskraut. Und hier Disteln. So. Hübsch. Okay, okay. So. Ich glaube, die Ecke geht erstmal klar. Aua. Oh, meine Beine tun mir weh. Ich frage mich auch, ob es Sinn macht, hier noch anderes Zeug hinzustellen. Aber ich glaube, das warte ich erstmal ein bisschen ab. Vielleicht könnte hier noch so eine kleine Vogelscheuche hin. Achso, aber wir haben kein Leinengewebe. Okay. Ein Komposthaufen könnt ihr auch hin, ne? Aber es ist eigentlich sinnlos. Okay. Ja, dann. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Feld machen. Vielleicht hier hin. Hier ist kaum Platz. Ich meine, hier könnte direkt im Anschluss noch ein Feld hin. Achso, das ist Plantage, lol. Feld hier. Hier. So geht auf jeden Fall. Auch eher klein. Jetzt gucken wir mal, was wir noch hier eher klein halten können. Ich glaube, sowas wie rote Beete geht auch klein, ne? Oh, wir verdursten. Warte mal, ich muss eben kurz... Dann kann ich mich auch mal baden hier. Und wir könnten auch mal so ein bisschen hier Rührei essen. So, und was ist jetzt schon wieder nicht in Ordnung hier bei der Verwaltung? Irgendwas ist hier schon wieder am Meckern. Da, Schmiede. Ist das überhaupt? Produktion.
Also Gewinnung fehlt einer, ja, das weiß ich. Und hier bei der Schmiede. Hammer. Produktion nicht eingestellt. Aber da ist doch auch keiner am Arbeiten. Ist doch scheißegal, hör mal. Wir haben alle Arbeit. Nerod nicht. Nerod sollte an einem Marktstand arbeiten. Aber jetzt ist das Ding, der Marktstand von Nerod. Hier. Ich weiß noch nicht, was ich da verkaufen soll jetzt. Ganz ehrlich. Ich mache jetzt einfach mal Kräuter. Einfach nur, damit es auch da ist, weißt du? Wir könnten da später wahrscheinlich Tränke verkaufen. Ja, gucken wir dann. Und das zählt ja auch wirklich hier als Kräuter, ne? Okay. Gut. Und dann werde ich auch die Felder nicht mehr mehrfach bewirtschaften im Jahr. Ich lasse das Feld dann einfach so, wie es ist. Und das, was ich da drauf ernte, das wird danach auch wieder darauf ausgesät. Ich denke mal, das sollte okay sein. So. Da ist schon wieder irgendwas nicht in Ordnung. Okay, wir haben keine Waren, ja, das ist mir klar. Aber was ist das denn da? Das heißt doch schon wieder, irgendein Material fehlt oder so. Okay, warte. Säckchen. Rote Beete Samen. Hier, dann kommt jetzt rote Beete hier rein. Okay. Haben wir gleich. So, wir haben Zwiebeln, wir haben rote Beete und wir haben Mohn. Und wir sind wieder dreckig. So, und dann den Rest könnten wir hier mit, damit das hier auch eher nach einem Garten aussieht. Das war ja der Plan. Das passt nicht. Ist das nah an dem Baum dran? Das passt im Allgemeinen nicht, aber warum? Hier sollte genug Platz sein. Weit oben? Das kann ja nicht sein. Sonst wäre es ja hier nicht. Sonst würde es hier nicht gehen. Ah, hier geht's. Okay, guck mal. Dann machen wir hier nämlich so einen ganzen Streifen rein. Ich habe jetzt so viele Setzlinge nicht mehr. Aber das ist nicht schlimm. Also, ich kann ja zumindest schon mal ein bisschen anfangen. Ich habe noch zwei Kirschbaumsetzlinge. Dann mache ich einen hier am Rand und einen hier am Rand. Na? Also, dann geht das Säckchen natürlich auch kaputt. So, mehr Setzlinge habe ich auch wirklich nicht, oder? Und ich muss mal gucken. Hallo? Sieben? Sieben? Sechs? Sieben? Ah, jetzt. Okay. Ich habe nur Hopfen. Aber Hopfen will ich separat machen. Also zumindest irgendwo hinter die Häuser. Ich finde Hopfen nicht sehr schön. Also optisch. Ja, das ist schon okay, denke ich. So, jetzt muss ich überlegen, was ich noch machen kann. Hier wäre noch Platz.
Was kann man denn noch aussehen? Ich muss mal eben gucken. Karotten.